Hi, ich bin Friederike und heiße dich herzlich willkommen bei einem neuen BookTube-Video. Heute möchte ich mit dir über die Leipziger Buchmesse sprechen, denn tatsächlich war es meine erste Buchmesse und es gab natürlich gewisse Erwartungen, es gab gewisse Dinge, die dann eingetreten sind und eben auch nicht. Und ich habe ein bisschen mitgefilmt, aber bei weitem nicht so, wie ich es ursprünglich geplant habe. Dazu kommen wir gleich. Und natürlich habe ich auch ein paar Bücher mitgenommen. Also ist es eine Kombination aus Vlog, Erfahrungsbericht und Bücherhaul. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Und ich hoffe, dass du auf jeden Fall Spaß daran haben wirst. Und schreib mir mal unbedingt in die Kommentare, ob du schon mal auf einer Buchmesse warst. Wenn ja, wie es dir gefallen hat. Oder ob du gerne mal hinwollen würdest, es sich bisher aber nicht ergeben hat. Das würde mich definitiv sehr interessieren und ich würde sagen, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das sehr gerne, indem du auf den roten Abonnieren-Button klickst, lass mir gerne ein Like da, wie gesagt, kommentiere alle deine Gedanken und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du keine Videos mehr und somit auch nicht meine etwas explodierten Neuzugänge im April und auch nicht mein Lesemonat am nächsten Wochenende. So viel vorab und ich möchte, bevor wir mit dem Vlog starten, noch ein paar Worte loswerden. Also, zunächst einmal war es so, dass ich ursprünglich gar nicht unbedingt zur Buchmesse wollte. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ja ein leidenschaftlicher Stubenhocker bin und gleichzeitig Menschenmassen müssen nicht sein für mich. Also es ist okay, wenn es so ist, aber es muss auch nicht sein. Und davon abgesehen habe ich keinen Sinn für mich darin gesehen, zur Buchmesse zu gehen, weil ich weder jemand bin, der so ein Fangirl ist von Autoren, heißt, dass ich sage, ich möchte die unbedingt treffen. Dementsprechend fällt auch Signieren weg. Und davon abgesehen war es halt so, dass ich mir dachte, ja okay, Bücher kaufen kann ich theoretisch auch so. Was soll ich dann da? Und deswegen habe ich lange gezögert und überlegt und war eigentlich eher bei Nein. Und dann habe ich mir spontan überlegt, dass ich es doch gerne machen würde. Einfach um Leute zu treffen. Also einfach um diejenigen, die ich eben über Instagram kennengelernt habe oder auch meinetwegen über YouTube, um die Leute mal live zu sehen. Und so kam es dann, dass ich zufällig bei einer anderen Gruppe untergekommen bin. Ich werde gleich mal ein Bild von unserer Truppe einblenden. Wir waren zu viert und die drei Mädels kenne ich eben über Instagram und die hatten zufällig noch einen Platz frei, weil sonst wäre mir das Ganze sehr teuer zu stehen gekommen oder ich wäre. Einfach weil natürlich, wenn ich so kurz davor buchen will, ich natürlich für ein Hotel sehr viel Geld hätte dalassen müssen. Naja, wie dem auch sei, es war relativ spontan. Ich habe mich dann spontan darum gekümmert, um die Zugverbindungen und so weiter und so fort. Und dann ging es eben am Donnerstag für mich los. Und naja, es war auf jeden Fall sehr interessant und am ersten Tag, also das einmal vorweg, ich werde wie gesagt gleich auch noch Sachen einblenden, aber am ersten Tag war es auf jeden Fall so, dass wir nicht auf der Buchmesse waren, weil wir erstmal alle angekommen sind und da die anderen eben südlich aus dem Süden kommen und teilweise sogar aus der Schweiz, war es halt so, dass ich erstmal gewartet habe, denn ich war die Erste, die da war und dann haben wir uns getroffen und sind danach dann zum Airbnb gefahren, in dem wir gewohnt haben. Und am ersten Tag sind wir, wie gesagt, dementsprechend nicht zur Buchmesse gegangen, sondern haben stattdessen oder sind stattdessen ins Fitnessstudio gegangen. Ja, klingt vielleicht jetzt ein bisschen weird, aber wir waren so, okay, ich habe ja auch wieder angefangen zu trainieren und dementsprechend war ich so, okay, ich mache mit und dann waren wir erstmal trainieren. Das war nicht so cool, einfach weil das Fitnessstudio sehr überfüllt war, aber wir waren halt auch zur Primetime da, wenn man so möchte. Und dementsprechend ging es dann für uns am Freitag los. Und am Freitag waren wir da und am Samstag. Am Sonntag sind wir alle wieder gefahren. Und ich kann schon mal so viel sagen, ich habe erwartet und mich darauf eingestellt, dass viele Leute da sein werden. Von daher war das für mich tatsächlich gar kein Problem, weil wenn ich das weiß und so und mich da mental drauf einstellen kann, so, dann juckt mich das auch nicht. Aber es war schon krass. Am Freitag war es schon voll, aber am Samstag hat man sich da wirklich gefühlt durchgeschoben. Also das war wirklich krass. Und ich dachte, und da kommen wir einmal, bevor es gleich losgeht, zu meiner größten oder zu meinem größten Irrtum. Ich dachte, rein von dem, was ich immer so gesehen habe bei anderen, dachte ich wirklich, hey, es wird bestimmt einfach sein, beziehungsweise keine Herausforderung, Leute zu treffen. Heißt, Leute, die man eben über Instagram kennt, über YouTube, über, keine Ahnung, Follower, egal wen, es wird nicht so schwer sein. Ich fand persönlich, also bei anderen Leuten habe ich andere Eindrücke gesehen, aber ich glaube, das sind schon die Messeerprobten oder die Profis, keine Ahnung, aber es war sehr schwer. Es war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur eine einzige Person zufällig getroffen. Eine einzige. Toll. Das lag tatsächlich auch primär daran, dass es viel größer war, als ich dachte, denn es war unverstreuter, denn es war halt so, man hatte eine große Eingangshalle und wenn man dann in den ersten Stock gegangen ist, hatte man von da ausgehend vier Tunnel
und noch einen fünften in einen anderen Eingangsbereich, um in verschiedene Hallen zu kommen. Und insgesamt gab es 5 verschiedene Hallen. Und dadurch, dass die Verlage, die interessant waren, also die großen Verlage, überall verteilt waren, also heißt, in jeder Halle hattest du gefühlt einen Verlag, war es halt so, also mindestens ein, war es halt so, dass es sich einfach extrem verteilt hat und dadurch war es halt sehr, sehr schwierig. Und da jede Halle eben auch nochmal sehr groß war, war es einfach, finde ich zumindest, ein Ding der Unmöglichkeit, außer man hätte sich aktiv verabredet. Aber da ich das nicht wusste und es meine erste Messe war, habe ich es natürlich nicht gemacht. War im Nachhinein nicht so schlau, aber wir kommen später nochmal zu meinem Fazit. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Vlog und einmal noch vorab, ich habe leider währenddessen nicht so viel mitgefilmt. Auch dazu komme ich nochmal am Ende darauf zurück. Ich hätte es gerne gemacht, aber ich kann dir sagen, wenn ich mich hier zum Beispiel, wenn ich so einen Lesevlog mache oder so, ist das nochmal eine ganz andere Nummer, als so live zu vloggen. Und ich muss auch sagen, dass ich von den ganzen Erfahrungen und Empfindungen und so ein bisschen nicht überwältigt war, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war so ein bisschen dadurch auf andere Sachen fokussiert, als zu filmen. Von daher, beim nächsten Mal, wenn ich nochmal zu einer Buchmesse gehen sollte, auch dazu kommen wir gleich, werde ich das Ganze wahrscheinlich nochmal ein bisschen anpassen und optimieren. Aber das sind auf jeden Fall die ersten Impressionen von den Tagen. Und ich werde im besten Fall ein Voice-Over haben, sodass du nicht nur einfach gucken musst, sondern auch ein bisschen Inhalt von mir dazu bekommst. Oh, die Fahrt ging los am Donnerstag, wie ich schon meinte. Und ich bin das erste Mal seit langer Zeit wieder Bahn gefahren und das relativ früh. Gut, es war kurz nach 10, für die meisten ist es nicht früh, für mich war es aber sehr früh und ich hätte fast die Bahn verpasst. Ja, so viel zur Planung. Und dann war es so, dass die Fahrt an sich aber relativ entspannt war. Also das ging halt wirklich ultra klar. Die Bahn war angenehm gefüllt, also weder zu voll noch zu leer. Und dann habe ich einfach die Natur beobachtet und währenddessen gelesen. Das war ebenfalls sehr entspannt. Ich habe einfach E-Books gelesen, so kann man das sagen. Und das war auf jeden Fall eine gute Sache und ist praktischer, als so ein Buch mitzuschleppen. Dann bin ich angekommen. Ich bin nicht so lange gefahren, also heißt knapp über 3 Stunden. Und dann bin ich erstmal rausgegangen, weil ich ja noch Zeit hatte und auf die anderen gewartet habe und habe mir kurz Leipzig angeguckt, wenn man so sagen möchte, also einen ersten Eindruck verschafft, wenn man es genau nimmt. Und der Bahnhof an sich ist sehr schön, also ich finde die Architektur wirklich hübsch, so zum Beispiel hier die Decke oder gleich war ich auch noch bei Starbucks drin und der Starbucks ist wirklich wunderschön, denn haben erstmal was zu essen geholt und was zu trinken, was sehr gut war. Und dann habe ich eben weiterhin gewartet, weil ich ein bisschen Zeit hatte. Und dann habe ich noch Eindrücke gefilmt, weil wie schön kann ein Geschäft sein? Ich meine, was ist das für eine schöne Farbzusammenstellung? Und auch die verschiedenen Materialien hat mir sehr gut gefallen und war sehr angenehm, dort zu sitzen. Dann waren wir abends, wie gesagt, trainieren. Es war voll, aber okay, was tut man nicht alles? Dann sind wir am ersten Messetag, dem Freitag. Da war es auf jeden Fall schon voll. Da waren wir jetzt auf dem Weg von der Bahn zur Messe. Und ja, du siehst, es ging noch. Wir waren um 9.30 Uhr ungefähr da und um 10 Uhr haben die Hallen erst geöffnet. Also dementsprechend war es noch deutlich leerer. Und dann ging es auch relativ schnell. Also da haben wir auch noch unsere Sachen, also ich nicht, aber die anderen, ihre Jacken an der Garderobe abgegeben. Ich habe extra eine Jacke angezogen, mit der das geht. Und es war aber auch da schon relativ warm. Dann waren wir hier in einem Tunnel, als es dann um 10 Uhr geöffnet wurde und die Hallen offen waren. Und das waren eben die Verbindungstunnel. Dann waren hier Cornelsen und Klett, was mich ultra an meine Schulzeit erinnert hat. Also schreib mal, ob du auch von diesen Verlagen Bücher damals in der Schule hattest. Und ja, dann sind wir so lang geschlendert und sind zum Lux Verlag gegangen, weil es dort ja Special Editions gab. Und der Stand war super klein, es war richtig viel los und war schwer, überhaupt irgendwas zu bekommen. Keine Ahnung, warum das so war, aber okay. Und danach sind wir dann weitergewandert, einfach weil es viel zu voll war. Dann habe ich ein paar Bucheindrücke mitgefilmt, weil ich das sehr cool fand, wie das teilweise dargestellt wurde. Hier ein paar Kinderbücher. Und dann sind wir wieder durch einen Tunnel gegangen. Und bei diesem Tunnel, ich habe es jetzt extra langsamer gemacht, war es am Freitag unfassbar stickig. Und am Samstag haben sie zum Glück dort Fenster aufgemacht. Dadurch ging es klar. Dann waren auch Self-Publisher vertreten mit dem Self-Publisher-Verlag. Hier war ein Interview mit Julia Dippel und Mara Wulff, was sehr interessant war. Wir waren nur kurz da, aber das war sehr spannend tatsächlich, weil da wurde unter anderem die Frage gestellt, warum Mara Wulff Self-Publishing macht, beziehungsweise ob sie das besser findet. Dann gab es so einen richtig schönen Park, da haben die ganzen Cosplayer Bilder gemacht. 2 von uns hatten dann ein Interview mit 2 Hörbuchsprecherinnen. Das war ebenfalls sehr cool, wobei wir uns gefragt haben, warum das nicht irgendwie aufgenommen und geteilt wurde, weil ich glaube, dass es viele Leute interessiert. Dann haben wir hier weitere Verlage und man konnte sehr viele Bücher auf jeden Fall kaufen. Nicht alle, selbstverständlich nicht, aber auf jeden Fall gab es eine gute Auswahl. Dann waren wir bei Knauer und der Stand war wirklich mit Abstand am coolsten, weil die haben so ein riesiges rundes Ding mit dann den Bildern oben und die Bücher sind da alle, das siehst du jetzt ja auch. Und tatsächlich sind wir da zufällig in Lilly Lucas reingerannt. Ja, war sehr lustig. Wir haben ein Foto gemacht. Ich blende dir das irgendwann noch ein wahrscheinlich.
Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und anschließend haben wir uns etwas verlaufen und sind dann in Halle 1 gelandet, beziehungsweise das ist, glaube ich, noch Halle 3 gewesen. Und das, da sieht man schon, das anfängt mit den Manga-Sachen und so. Und ja, dann habe ich hier noch Eindrücke gefilmt vom Self-Publisher-Ding, weil ich mir dachte, kann ja nicht schaden, die auch zu unterstützen. Zwischen den Hallen gab es dann so Essenstände, was ebenfalls ganz cool war, vor allem um frische Luft zu schnappen. Dann waren wir hier bei dem Meet and Greet von Anne Goldberg kurz, obwohl wir sie vorher schon getroffen haben. Auch da kann ich ein Bild einblenden später. Und dann war es der Abend, der erste. Dann waren wir in der Innenstadt, die super schön ist, also Leipziger Innenstadt, wirklich sehr, sehr hübsch, und waren dann eben bei, du siehst es auch gleich, Hans im Glück essen, mit einer größeren Gruppe, irgendwie so 12 Leute, das war vom Sitzen her nicht so optimal, aber okay. Und dann waren wir im leeren Bahnhof, was auch nicht so schlecht war, und sind dann nach Hause gegangen. Am nächsten Tag sind wir auf jeden Fall Bus gefahren, weil die Bahn viel zu voll waren, aber auch das war nicht optimal. Dann sind wir wieder zu Fuß das letzte Stück zur Messe gegangen, also wirklich hübsch ist es allemal, so viel steht fest, und du wirst gleich sehen, dass wir in einer Schlange standen. Und die Schlange war überall und die Schlange war lang. Das war wirklich absolut crazy, wie voll es im Vergleich auch war. Aber wie gesagt, war absolut zu erwarten, dennoch irgendwie heftig so zu realisieren. Und ja, dann gab es dort ein Ding von Manga, also von Attack on Titan tatsächlich, mit den Synchronsprechern. Da sind wir leider nur kurz vorbeigelaufen, einfach weil wir gerade andere Prioritäten hatten, aber ich fand es irgendwie sehr spannend, weil da richtig so eine Veranstaltung war mit, du siehst auch, der großen Bühne, also das war schon sehr cool irgendwie. Und dann haben wir uns einen Crepe geholt, beziehungsweise mehrere, je nachdem, aber das war auf jeden Fall sehr lecker. Man kann auf jeden Fall durchaus was zu essen finden. Dann gab es so eine coole Wand, auf der sich jeder verewigen konnte. Und diese Treppe, die eben an Harry Potter erinnern soll, hat mich jetzt nicht so interessiert, aber war an sich schon cool. Da konnte man Bilder machen. Dann gab es so sehr kreative Stände. Ich fände es cool, wenn die Verlage sich da ein bisschen was einfallen lassen und das so ein bisschen cooler darstellen. Und dann siehst du hier nochmal eine der Hallen, der Eingangshallen, in denen dann man dann ebenfalls essen konnte und in der es zum Beispiel auch eben die Bäume gab. Und du siehst schon angedeutet, wie viele Leute allein da waren. Und dann kannst du dir vorstellen, wie voll die Hallen waren. Dann war wieder der zweite Abend und da waren wir dann bei L'Osteria essen. Wie gesagt, wir, ein paar Blogger und dann eben drei Autorinnen. Und dann war auch schon Sonntag und wir sind alle nach Hause gefahren. Leipzig hat sich von der besten Seite präsentiert. Man sieht es, der strahlende blaue Himmel. Die beiden Tage davor war es nicht so gutes Wetter. Und dann war es, wie gesagt, auch schon wieder vorbei. Die Zeit verging echt schnell. Ich bin am ersten Tag 23.000 Schritte gelaufen. Meine Füße taten absolut weh, aber zum Glück haben sie sich dann wieder erholt. Vor allen Dingen war es sehr spaßig mit Muskelkater. Aber hey, daran war ich ja selber schon. Schuld. Das waren auf jeden Fall jetzt die Eindrücke, die ich gefilmt habe. Und wie gesagt, wir kommen jetzt noch so ein bisschen zu meinem Expectations versus Reality, also heißt, was ich erwartet habe und was tatsächlich vorhanden war, was ich gut fand und was ich vielleicht auch weniger gut fand. Und ich muss sagen, ich habe von manchen irgendwie mitbekommen, dass sie die Buchmesse nicht so gut fanden, was ich so an sich jetzt nicht nachvollziehen kann, einfach weil ich mich halt so frage, okay, was haben die Leute erwartet? Was für mich der größte Kritikpunkt war, aber dafür kann die Buchmesse an sich nichts, ist die öffentlichen Verkehrsmittel. Denn tatsächlich war es so, dass die Buchmesse ja seit 3 Jahren zum ersten Mal wieder stattgefunden hat. Und mir wurde erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir wurde erzählt, dass irgendwie die Stadt Leipzig davon ausgegangen ist, dass deswegen weniger Leute kommen. Wie man zu dieser Schlussfolgerung kommt, ich verstehe es nicht so ganz, aber okay. Und das Ding war, dass die S-Bahn proppevoll waren. Jedes Mal und egal zu welcher Zeit. Denn wir waren beim ersten Tag, also heißt an dem Freitag, waren wir ja recht früh da. Und am nächsten Tag waren wir halt nochmal deutlich später da im Verhältnis, aber immer noch eigentlich früh. Aber beide Male war es halt super voll. Und das Ding war halt auch, dass man meistens nur 3 Waggons hatte. Und das finde ich zu Messezeiten extrem wenig. Und wir sind dann am zweiten Tag mit dem Bus gefahren, beziehungsweise wollten wir, sind wir auch letztendlich, aber das war auch eine Herausforderung. Denn es war tatsächlich so, dass dieser Bus einmal in der Stunde gefahren ist, ein einziges Mal, und dann noch zu spät kam, relativ voll war und davon abgesehen in der Zwischenzeit 2 Busse einer anderen Linie kamen, also 2-mal der gleiche Bus von einer anderen Linie, und der relativ leer war. Und dann frage ich mich so, wie kann das denn sein an einem Messewochenende, dass man nicht mehr Busse einplant, die dann regelmäßiger fahren? So sagen wir alle 15 bis 30 Minuten wenigstens. Verstehe ich persönlich nicht und das war wirklich, wirklich suboptimal, aber
Gut, wie gesagt, da kann die Messe nichts für. Und ansonsten war es ja so, dass gleichzeitig auch die Manga Comic Con war. Und das war irgendwie super cool, denn dementsprechend waren natürlich lauter Cosplayer da. Und ich muss sagen, ich finde das sehr beeindruckend, wenn man darauf Bock hat. Ich selber hätte, glaube ich, keine Geduld, mir dieses Kostüm zu überlegen und dann umzusetzen. Aber es allein zu sehen war mega cool, weil es das Ganze nochmal aufgelockert hat und sich dann eben so durchmischt hat. Und ich glaube, und ich war leider nicht wirklich in der Halle, also in der diese Manga Comic Con war, ich glaube tatsächlich, dass man da am meisten Spaß gehabt hätte. Einfach weil es sah so cool aus. Ich war einmal kurz da, aber es sah so cool aus. Ich glaube, ich habe das auch gefilmt und dir wahrscheinlich dann eben gezeigt. Aber ja. Und ansonsten muss ich sagen, dass ich mich, wie gesagt, auf diese Menschenmassen eingestellt habe. Von daher war es für mich jetzt nicht so das Problem. Es war halt viel hin und her gelaufen und es war sehr schwierig, irgendjemanden zu treffen, wenn man sich eben nicht verabredet hat. Das würde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal angehen. Also, dass ich wirklich sage, wenn ich weiß, die Person kenne ich jetzt schon länger, mit der habe ich Kontakt, die möchte ich mal treffen, dass ich das dann irgendwie ausmache. Oder man generell, wie gesagt, sagt, okay, wir treffen uns dann und dann an dem und dem Ort. Einfach weil es cooler ist. Und genauso muss ich sagen, dass es jetzt für die erste Messe gut war, dass ich in der Gruppe war. Einfach weil man dann so ein bisschen Orientierungspunkte hat. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass wenn ich alleine gewesen wäre, ich zum Beispiel eben flexibler mich mit Leuten getroffen hätte, weil man dann einfach sagen kann, okay, hier, jetzt habe ich Zeit. Und ich hätte ja bei der Gruppe nicht bleiben müssen. Das will ich ja gar nicht sagen. Das habe ich ja freiwillig gemacht. Aber das war nur so ein Gedanke von mir im Nachhinein, dass man das auf jeden Fall besser hätte. Also ich hätte es besser organisieren können. Und ansonsten war es halt wirklich so, dass man, also es ist ja eine Buchmesse, heißt, es sollte ja eigentlich ums Buch gehen, aber das war ein bisschen schwierig tatsächlich, meistens an die Bücher ranzukommen, sich die Bücher anzuschauen und so weiter und so fort. Einfach weil eben es viel los war. Also zum Beispiel, bestes Beispiel, ich war am zweiten Tag, also am Samstag, war ich auf der Suche nach einem Buch bei Bastei Lübbe, was ich gerne haben wollte. Und dann bin ich da halt reingegangen und dieser Stand war schon relativ groß. Und dann standen überall natürlich Leute, die dann irgendwelche Veranstaltungen geguckt haben. Und dann bin ich da halt so rumgeirrt und dann waren da so Bücherregale, an die man halt hätte rangehen können. Aber erstmal standen da dann Bücher in zwei Reihen, was ich schon ein bisschen schwierig finde. Und dann standen da eben Leute vor und das sind halt so Sachen, die natürlich, wenn man dann nur Bücher als Fokus hat, ein bisschen schwierig sind. Ich finde, es ist wirklich cool, um sich auszutauschen und vielleicht auch um neue Leute kennenzulernen. Denn zum Beispiel waren wir sowohl Freitag als auch Samstag mit einer größeren Gruppe abends unterwegs. Und das war halt wirklich cool. Zum Beispiel waren wir eben auch am zweiten Abend mit ein paar Autorinnen unterwegs. Und ja, es ist halt einfach cool, sich auszutauschen. Und das ist wirklich, finde ich, so das Wichtigste. Und genauso würde ich sagen, dass man vielleicht gegebenenfalls auch sagen kann, Messe ist Wesse und man geht vielleicht einmal kurz rüber und schaut sich mal alles so an, aber anschließend legt man den Fokus wirklich darauf, dass alle Leute, die sonst in Deutschland und keine Ahnung Nachbarländern verstreut sind, an einem Ort sind und man die halt alle theoretisch treffen kann und dass man eben diesen Austausch so als Fokus sich sieht. Das war so mein Gedanke dahinter, einfach weil das finde ich so das Coolste ist, wenn man wie gesagt nicht den Aufwand hat, extra nochmal hinfahren zu müssen und so weiter und so fort, weil das ja manchmal im Alltag etwas schwierig sein kann. So viel dazu, aber ich muss sagen, an sich war es wirklich cool, diese Erfahrung mal gemacht zu haben. Ich habe, wie gesagt, noch einige Bücher mitgenommen, dazu kommen wir gleich noch. Und ja, wie gesagt, ausprobieren kann man es definitiv mal, aber es kommt eben darauf an, was man möchte und worauf man Lust hat. So würde ich es zusammenfassen. Und wegen des Vlog-Filmens, ich hätte es gerne anders gemacht. Also meine Vorstellung war eine ganz andere. Ich habe mir extra ein Stativ gekauft. Ich habe extra mein Mikrofon mitgenommen. Aber ich muss ehrlich sagen, von diesen ganzen Eindrücken musste ich erstmal so runterkommen. Hinzu kommt auch noch, dass wenn du den ganzen Tag halt läufst, und ich gehe ja sonst nicht den ganzen Tag, weil wohin soll ich gehen, ist es halt so, dass dir auch irgendwann die Füße wehtun und du einfach ganz andere Gedanken hast, weil du einfach sagst, du bist jetzt hier, du bist mit anderen Leuten und so. Und wenn du, wie gesagt, diese erste Erfahrung machst, war es für mich persönlich schwierig, da dann irgendwie den Kopf zu haben, um zu filmen, um irgendwie zwischendrin Fazit zu geben und so. Aber wenn ich nochmal, wie gesagt, zu einer Messe gehen sollte, werde ich mal schauen, ob ich das da besser geregelt bekomme, beziehungsweise dran denke. Einfach weil ich es an sich cool finde, wenn du halt auch diese Zwischeneindrücke hast, wenn du vielleicht auch die Leute so mit drauf hast. Aber ich muss auch sagen, ich fand es ein bisschen schwierig teilweise zu filmen, einfach weil immer irgendwelche Leute dir so in die Quere gekommen sind. Und ich habe schon versucht, so hoch wie möglich zu filmen, damit ich eben niemanden drauf habe. Das wirst du auch gesehen haben. Und ja, also ich meine, wenn man jetzt nur die Rückansicht sieht, okay, ist ja eine Sache, das ist, finde ich persönlich jetzt nicht schlimm, aber ich muss halt nicht unbedingt Gesichter in meinem Video haben, also von irgendwelchen fremden Leuten, weil was soll das? So, was soll das? Also dementsprechend war das halt so ein bisschen so eine Herausforderung für mich, wenn man eben noch nicht so der Profi darin ist und da ich ja noch nie irgendwo
draußen gevloggt habe. Also ich habe ja noch nie so live gevloggt in irgendeiner Form. War es auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, falls es ein nächstes Mal geben sollte, werde ich mal gucken, ob das irgendwie besser funktioniert. Und ja, ich glaube, man muss sich da halt einfach dran gewöhnen, drauf einlassen und Bock drauf haben. Und wir waren übrigens auch am Samstag bei so einem Bookstagram-Treffen. Da waren dann alle möglichen Blogger auf einem Haufen. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, denn ich muss sagen, eigentlich ist es halt cool, aber irgendwie war es halt auch merkwürdig, weil dann standen alle irgendwie rum, dann hatte man halt eh so seine Freunde, dann hat man mal vielleicht jemanden gesehen, den man kannte oder vielleicht eben auch nicht kannte oder beziehungsweise mochte oder nicht mochte, denn auch solche Leute gibt es ja. Es ist ja nun mal einfach so, dass einem nicht alle Menschen irgendwie gleich zusagen und ja, ich glaube, es ist wirklich cooler, wenn man sich mit den Leuten irgendwo so verabredet und nicht dann bei diesem Treffen ist. Aber das sieht halt ja auch jeder anders. Es kommt ja auch darauf an, wie sehr man Bock hat, die Leute zu treffen, wie sehr man irgendwie, ja, wie viele Leute man vielleicht auch kennt, würde ich vielleicht sagen, weil darauf kommt es natürlich auch an. Und dementsprechend, ja, war es auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich an sich ganz cool fand, aber bei der ich auf jeden Fall, wenn es ein nächstes Mal gibt, noch irgendwas mitnehmen würde. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Haul. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich bin ja gerade immer noch bei meiner Mission Subabbau und der April ist komplett eskaliert, wobei es subtechnisch wirklich geht. Also da bin ich sehr überrascht gewesen, als ich das Ganze mal ausgerechnet habe und mir angeschaut habe. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch, wie es mit meinem Subabbau lief im April. Aber das kommt erst, lass mich lügen, ich würde sagen, nicht die kommende Woche, sondern die Woche darauf kommt das Video erst dazu. Und dann schauen wir uns das nochmal gemeinsam an. Also eigentlich ist noch alles im Rahmen, aber wenn man alleine die Neuzugänge betrachtet, Katastrophe. Und allein auf der Messe sind 9 Bücher bei mir eingezogen, allerdings nur 7 für mich. Wieso, weshalb, warum? Dazu kommen wir gleich und was ich zu den Büchern zu sagen habe, ebenfalls. So, ich habe jetzt mal alle Sachen geholt, die ich von der Messe mit nach Hause gebracht habe. Wie gesagt, 9 Bücher plus ein paar Goodies. Und ich zeige dir gleich einmal alles. Auf jeden Fall war es so, dass ich geplant habe, lass mich lügen, 3 oder 4 Bücher zu kaufen. Also da habe ich mir schon überlegt, dass ich die kaufen könnte. Man muss dazu sagen, man muss ja oder kann ja immer für sich abwägen, je nachdem, wie viel Platz man hat, je nachdem, wie schwer man tragen möchte und so weiter und so fort, ob man die Bücher eben auf der Messe kaufen muss oder ob man sie auch im normalen Buchhandel kaufen kann. Und ich hätte selbstverständlich alle Bücher eigentlich auch im normalen Buchhandel kaufen können. Aber ich hatte, wie gesagt, bei manchen einfach Bock drauf und andere haben sich einfach so ergeben. Aber das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und am Ende kommen wir dann zu den Goodies oder wir starten damit. Warte mal, ich glaube, wir starten damit. Also, ich habe auf jeden Fall bei Lux, wir waren direkt am ersten Tag beim Lux Verlag und wenn du mich verfolgst, weißt du ja, ich lese eigentlich nicht mehr so viel von Lux, einfach weil mir die Bücher nicht mehr so zusagen. Aber es gab so Special Editions und das sind auch die beiden Bücher, die ich gekauft habe, die nicht für mich sind. Die zeige ich dir gleich auf jeden Fall. Und dann gab es da eben so Charakterkarten. Und weil ich einfach mir dachte, okay, da sind coole dabei, habe ich ein paar mitgenommen. Zum einen haben wir hier Hilfe, zum einen haben wir Gavin und April aus dem 3. Band von der Berühre mich nicht Reihe. Wie heißt das Buch? Verliere mich nicht, glaube ich. Ich hoffe. So heißt es. Ich bin mir ganz unsicher. Auf jeden Fall habe ich da einmal die Karte mitgenommen. Dann gab es diese Karte. Die kommt aus Let's Play. Das ist, glaube ich, so ein Manga. Sowas ähnliches in die Richtung, der aber erst rauskommt. Aber das ist auch auf jeden Fall eine ganz süße Karte. Dann haben wir einmal aus der Dunbridge-Reihe, genau so heißt das, einen der Bände, ich weiß gerade gar nicht welchen, da wurden ja tatsächlich auch, es gab ja, falls du es nicht mitbekommen hast, vom Lux Verlag Special Editions mit Farbschnitt und da war einmal die A Touch of Darkness-Reihe, dann einmal die Dunbridge-Reihe nochmal und dann zu guter Letzt 2 Bücher von Tilly Cole und die Karte habe ich auch mitgenommen und wenn du dich jetzt fragst, warum ich die Karten mitgenommen habe, weil ich ja zum Beispiel Dunbridge Nachbarn 1 gar nicht weitergelesen habe, ich habe mir einfach überlegt, dass man die theoretisch mal mit verlosen kann oder falls jemand Bock auf die Karten hat und sie nicht besitzt, kann man sie ja auch abgeben. Dann haben wir einmal Drowning Souls, habe ich ja ebenfalls nicht gelesen und werde ich auch nicht lesen. Und dann haben wir einmal King of Battle and Blood, das ist glaube ich jetzt neu rausgekommen, soweit ich weiß, oder kommt raus. Finde ich aber auch sehr, sehr cool, die habe ich sogar 2-mal. Dann haben wir einmal so eine Tarot-ähnliche Karte, die zu A Curse Unbroken gehört. Das Buch ist auch rausgekommen, soweit ich weiß. Dann haben wir einmal zu Hold Me die Karte. Und dann haben wir noch eine weitere Tarot-ähnliche Karte, die eben auch zum selben Buch gehört. Und zu guter Letzt einmal von dem Buch A Knight of Promises and Blood diese Karte. Ja, das waren auf jeden Fall die Sachen, die ich mir da mitgenommen habe. Und dann kam, als wir bei diesem Blogger-Treffen war, ich glaube, einer der Gründer von Rido vorbei und hat uns Aufkleber angeboten.
Reado ist ja eine App, bei der man seine, also keine bezahlte Werbung oder so, Reado ist ja eine App, bei der man seine Bücher tracken kann. Und da ist es dann so, dass wir auch darüber gesprochen haben, über das Thema Hörbücher, also dass man Hörbücher tracken kann. Und da sind wir auf jeden Fall gerade dabei, dass man das einrichten kann, was ich sehr, sehr cool finde. Und ansonsten war es so, dass ich unter anderem auch Anne Goldberg getroffen habe. Ich mag ja ihre Bücher sehr gerne, kann ich nur empfehlen. Und sie hat mir einmal diesen Becher mitgebracht. Der gehört zu ihrer ersten Reihe, die Only One-Reihe heißt sie, glaube ich. Und sie möchte unbedingt, dass ich die Reihe lese. Ich will sie aber eigentlich nicht lesen. Aufgrund der Tatsache, dass da eine Thematik vorkommt, die ich nicht mag. Aber da es Anne ist und da ich jetzt den Becher habe, fühle ich mich etwas verpflichtet und werde bestimmt mal reinhören. Prinzipiell weiß ich auch eigentlich schon, was passiert, weil wir mal darüber gesprochen haben. Und da bin ich halt davon ausgegangen, ich werde sie niemals lesen. Aber mal schauen, wie sie mir gefallen wird. Und dann habe ich noch so einen coolen Stift bekommen zu der anderen Reihe, würde ich sagen. Ne? Ja, zum ersten Band der anderen Reihe. Ja, das sind an sich so die Goodies und dann kommen wir später noch zu einem Goodie bzw. einer Goodie-Bag, aber da müssen wir die Bücher noch ergänzen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit den beiden Büchern, weil ich habe tatsächlich nur zwei mitgenommen, die ich eh kaufen wollte. Und zwar sind das nämlich jeweils Buddy Reads, die ich für den Mai geplant habe. Und ich dachte mir, wenn ich schon mal da bin, dann nehme ich sie mit, weil dann muss ich nicht extra nochmal los in die Buchhandlung oder bestellen, sondern ich habe sie direkt dabei. Und zwar handelt es sich einmal um Going Back, habe ich ja bei den Neuerscheinungen vorgestellt. Und in der Geschichte geht es ja darum, dass die Protagonistin Mutter ist und auf ihren Sohn zugeht, der ihr entgegenkommt und der dann eine Person tötet. Und sie kann es einfach nicht fassen, dass das passiert ist und geht dann in der Zeit immer weiter zurück und kommt immer näher ran, um der Ursache für dieses Verbrechen auf den Grund zu gehen. Und ich finde, die Idee klingt mega cool. Ich hoffe, die Umsetzung ist es auch, denn dann ist es einfach nur vielversprechend. Und das zweite Buch, was ich wie gesagt eh haben wollte und was ich sogar schon beendet habe, im Buddy Read mit Tanja von Miss Drunken Cherries Bücherstapel, ich verlinke ihren Kanal unten, ist einmal Wedding Season mit diesem hübschen Farbschnitt. Ich muss sagen, das Gesicht könnte man einmal rausstreichen, aber an sich, ja, ist es halt einfach wunderschön. Und ich muss sagen, die Geschichte war nicht so überzeugend wie der erste Band oder das andere Buch der Autorin, muss man ja eher sagen, aber es war süß für zwischendurch. Mehr dazu im Lesemonat Mai, im Juni erst tatsächlich, aber so viel auf jeden Fall dazu und es ist wie gesagt direkt beendet. Und dann kommen wir zu den beiden Special Editions, die ich mir geholt habe, die eben nicht für mich sind, sondern die ich gegebenenfalls verlosen werde. Was genau ich damit mache, muss ich mal gucken. Denn das Ding ist, ich habe die Bücher schon gehabt, ich habe sie auch gelesen, aber die Autorin ist nicht ganz meins und dementsprechend habe ich die Bücher aussortiert. Also gelesen und aussortiert. Und jetzt habe ich sie halt wieder. Und zwar einmal A Wish for Us und All Your Kisses mit diesem hübschen Farbschnitt. Und ich habe sie mir einfach mitgenommen, weil ich dachte, wenn schon, denn schon. Und das Ding ist, dass ich, wie gesagt, sie nicht für mich gekauft habe. Wenn du die Bücher noch nicht gelesen hast, dann kann ich dir persönlich eher A Wish for Us empfehlen, weil All Your Kisses war mir zu kitschig. Aber wenn du auf Kitsch stehst und auf Dramatik à la Brittany C. Cherry, dann kann das Buch auf jeden Fall auch was für dich sein. Mir war es einfach nur zu viel des Guten. Und worum geht es? Wir können es ja einmal kurz noch besprechen, falls du die Bücher bisher nicht kennst. In A Wish for Us geht es um Cromwell Dean. Er ist ein erfolgreicher Musiker. Soweit ich weiß, spielt er Klavier und ist richtig, richtig gut darin. Aber er selber hat da nicht mehr so Bock drauf und ist eher anti. Und dann geht er an ein College, soweit ich weiß. Ja, er beginnt ein Musikstudium. Warum? Keine Ahnung. Er gibt eigentlich nicht so viel Sinn, aber ich glaube, er braucht einfach eine Auszeit. Und dort trifft er auf Bonnie. Bonnie bewundert ihn. Sie findet ihn richtig cool, weil er so talentiert ist. Und sie selber ist auch Musikerin, aber hält sich eben für nicht so talentiert. Die beiden nähern sich dann an, aber er hat halt einige Dämonen, die er überwinden muss. Und er ist Synästhetiker, heißt also, er sieht Farben. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und ja, dann gibt es noch einige Komplikationen. Und was ich hierzu halt sagen muss, ist eine Sache, die mich extrem gestört hat, war, dass für mich unterschwellig die Message rauskam. Ich habe das bisher so gut wie von niemandem gehört, aber das war eine Message, die bei mir angekommen ist. Und zwar, dass physische Erkrankungen, weil sie sichtbar sind, wichtiger und relevanter sind als psychische, finde ich äußerst schwierig. Und es gab damit im Zusammenhang eben einen Aspekt, der mich sehr gestört hat und mit Freundschaft zu tun hat und generell Beziehungen. Aber sonst hat es mich auf jeden Fall besser unterhalten als All Your Kisses. Denn in All Your Kisses geht es um, er heißt Rune und sie heißt Jordan, nee, was? Wie heißt sie? Poppy, genau, natürlich. Rune und Poppy.
Und die beiden lernen sich kennen, als Rune neu dort an den Ort kommt. Und das Ding ist, dass die beiden sich halt richtig cool finden und mögen und annähern. Und dann werden sie gemeinsam groß und entwickeln eben Gefühle. Aber dann wird er irgendwie aus dem Leben gerissen, dadurch, dass sein Vater einen neuen Job annimmt. Und Jahre, oder nein, der kommt gar nicht so viel später wieder. 2 Jahre kommt er dann später wieder zurück. Und in der Zwischenzeit hat Poppy aber kein Lebenszeichen von sich gegeben, weswegen er natürlich extrem verletzt ist und sauer und er mittlerweile ein kleiner Bad Boy geworden ist. Und dann müssen die beiden halt schauen, wie sie das Ganze meistern, vor allen Dingen, weil Poppy ein sehr, sehr schwieriges, für die Beziehung schwieriges Geheimnis hat. Diese Limited Editions waren natürlich sehr beliebt und auch sehr schnell weg. Wir waren am Freitag direkt pünktlich da, also wirklich, als die Messe aufgemacht hat, kurz danach waren wir da. Und da mussten sie schon nachlegen, was natürlich rein wirtschaftlich gesehen absolut clever ist. Aber was ich sagen muss, was mich ein bisschen gestört hat, ist, und davon habe ich dir eventuell auch was eingeblendet, ist nämlich, dass dieser Lückstand so klein war. Der war so klein und ich frage mich wirklich, was sie sich dabei gedacht haben. Also, naja, da hätte man durchaus ein bisschen großzügiger sein können, damit es sich nicht so quetscht und drängelt. Und dementsprechend ist es halt schwierig gewesen, wenn man später kam, musste man Glück haben, dass gerade nachgelegt wurde, um noch Bücher zu bekommen. Weil es war so, dass es auf jeden Tag aufgeteilt wurde, also das Kontingent, aber dennoch, wenn du halt später da warst, kann es halt sehr schwierig sein. Und teilweise waren die Schlangen halt so unfassbar lang. Also wirklich, das Beispiel bei, es gab Autogrammstunden am Samstag von DC Odessa und von Janice Wanda und die Schlangen waren extrem lang. Und genauso auch, wenn man bei der Bücherbüchse Bücher haben wollte mit Farbschnitt, da waren wir am Samstag, aber auch ein bisschen später, muss man dazu sagen. Und dann ging die Schlange schon ewig, ewig lang. Und wir dachten so, ja, okay, ist grenzwertig, aber okay. Und dann ging sie noch viel, viel weiter und man dachte sich nur so, Halleluja, was passiert hier? Also das ist wirklich krass und ich muss auch ehrlich sagen, wenn du zu einer Buchmesse gehen solltest, ich würde, außer da ist ein Autor, den du niemals sonst irgendwie, also von dem du sonst nie unbedingt ein Autogramm bekommen kannst. Beispielsweise war ja auf der letzten Frankfurter Buchmesse war ja Jack Kristoff. Wenn du jetzt sagst, du bist riesiger Fan und so einfach ein Autogramm von ihm zu bekommen, ist es halt einfach nicht. Dann stell dich an, wenn du der Meinung bist, dass es sich lohnt. Sonst würde ich eher darauf verzichten, weil du halt sehr viel Zeit dann dadurch verschwendest. Und klar, wenn der Autor dir das wert ist, mach es ruhig. Wenn es kleinere Autoren sind, mach es auch. Aber sonst würde ich nicht unbedingt empfehlen, da zu warten und so, weil du dir dann, finde ich, viel Messeerfahrung irgendwie wegnimmst. Aber wenn das natürlich deine Priorität ist, mach es einfach. Und nachdem ich dir die 4 Bücher gezeigt habe, kommen wir jetzt noch zu 5 Büchern, die ungeplant waren und bei denen ich beeinflusst wurde durch meine Mitbewohner zu der Zeit in Leipzig, würde ich sagen. Und zwar handelt es sich nämlich um 5 Bücher vom Hardcraft Verlag. Ich weiß nicht, ob du den Verlag kennst und ob du davon schon Bücher gelesen hast. Falls ja, schreib es mal gerne in die Kommentare. Und erstmal am ersten Tag, also Freitag, war es so, dass dort Sally Dark und Sam Woods, ich musste kurz abgucken, eine Autogrammstunde hatten. Und das Ding war, dass wir am Samstag mit den beiden essen gegangen sind und ich mir dann dachte, okay, ich kenne sie bisher nicht, weil das kam dadurch zustande, dass eine von uns mit denen näheren Kontakt hat und das somit dann gedeichselt hat und verabredet hat. Und ich war so, okay, ich kenne sie nicht und es ist irgendwie ein bisschen weird. So im Nachhinein kann ich doch dann wenigstens ein Buch von beiden lesen und sie dann dadurch kennenlernen. Und dementsprechend ist jeweils ein Buch mitgekommen, wurde signiert und so weiter und so fort. Und zwar einmal von Sam Woods, Das Flüstern meiner Seele. Und das soll sehr emotional sein. Ich bin sehr gespannt drauf. Hier geht es auf jeden Fall darum, ich lebe in einem goldenen Käfig. Von außen mag alles perfekt erscheinen, doch in Wirklichkeit ist es nur eine Illusion. Verzweifelt suche ich nach einem Weg in die Freiheit. Einzig in den wenigen Momenten, in denen ich heimlich ans Meer laufe und den Wind in meinen Haaren spüre, ist es, als könnte ich endlich wieder atmen. Als würde ich so der zwanghaften Kontrolle meines Ehemannes entfliehen können. Und dann tauchst plötzlich du auf. Du, der mehr in mir sieht als alle anderen, der mich fühlen lässt, mich bei der Hand nimmt und mir zeigt, wie schön die Freiheit sein kann. Doch ich darf die Gefühle nicht zulassen, denn der Preis für sie wäre, alles zu verlieren. Mein Leben, wie es jetzt ist und vielleicht sogar mein Kind. Bin ich bereit, das alles zu riskieren? Ich bin sehr gespannt, wie das Buch sein wird und ich hoffe sehr, dass es mir gefallen wird. Denn die beiden sind unfassbar nett. Vor allen Dingen Sam, aber Sally ebenfalls, sind unfassbar nett. Und ich meinte schon vorher dann, beziehungsweise während des Treffens und Abendessens, meinte ich schon so, oh Gott, es wäre viel besser, wenn es andersrum wäre. Weil ganz ehrlich, ich würde lieber einen Autor treffen, bei dem ich sage, das Buch selber war vielleicht jetzt nicht meins, aber die Person ist super nett, als andersrum. Weil ich glaube, das würde mir das Herz brechen. Also dementsprechend hoffe ich, dass die Bücher mich überzeugen können. Und das zweite Buch ist eben dann von Sally Dark. Das Buch werde ich aber erst im, ich
ich glaube, Juni oder so im Buddy Read lesen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, aber erst ein bisschen später. Und zwar handelt es sich um Kings of Vegas. Du bist der Einsatz in diesem Spiel. Ich fand, das sah sehr cool aus. Das gibt's übrigens, ich weiß nicht, ob aktuell noch, aber theoretisch gibt es das auch mit Farbschnitt bei Buchmädchen. Und soweit ich weiß, erscheint das erst am 24. Mai. Und hier geht es darum, was passiert, wenn deine große Liebe dich wie ein Pokerchip über den Tisch schiebt und dich damit zum Eigentum einer der mächtigsten Männer von Las Vegas macht. Und das alles nur, um seine Geldgier zu befriedigen und seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Du bist gezwungen, einen eigenen Deal mit deinem neuen Besitzer auszuhandeln und ahnst nicht, dass du dadurch ein Spiel mit dem Feuer beginnst. Plötzlich befindest du dich in einer Welt aus Lust, dunkler Begierde, Dominanz und Unterwerfung und musst feststellen, dass nicht nur seine mächtige Präsenz dich in ihren Bann zieht. Und ehe du dich versiehst, bist du der Einsatz in einem Krieg, mit dem du gar nichts zu tun haben wolltest. Wessen Hauptgewinn wirst du am Ende sein? Wie man schon vom Klappentext entnehmen kann, ist es Dark Romance und ich lese das ja nicht ungerne, sondern es gibt einfach bisher noch nicht das passende Buch und den passenden Autor für mich. Und dementsprechend bin ich hier extrem gespannt drauf, wie es sein wird und wie es mir gefallen wird. Und wenn ich die beiden Autorinnen mag, gibt es auf jeden Fall noch einiges zur Auswahl. Und dann kommen wir zu drei Büchern, die ich mir gekauft habe. Es ist eine Reihe, ebenfalls aus dem Hardcraft Verlag und die ich aber verlosen werde. Ja, wie es dazu kam, ich habe Band 1 schon angelesen und es war leider gar nicht meins. Beziehungsweise ich habe es komplett gelesen, nicht nur angelesen. Und habe dann nach 100 Seiten bei Band 2 gesagt, nee, it's a no for me. Und ja, wir kommen dazu dann im Lesemonat Mai, im Juni und gucken uns das genauer an, was ich zu Band 1 zu sagen habe. Aber es handelt sich um eine Reihe, die mir sehr ans Herz gelegt wurde, bei der aber auch prophezeit wurde, dass ich sie auseinanderreißen würde. Jetzt fragt man sich natürlich, warum hast du die Reihe trotz dessen gekauft? Ja, ich hatte die Hoffnung. Ich hatte die Hoffnung, dass es wirklich inhaltlich daran liegen würde, dass es mir nicht gefällt. Und da ich schon wusste, dass es toxisch wird, war ich ja darauf eingestellt. Und ich kann dir so viel sagen, das Toxische war mein geringstes Problem, denn es gab ganz andere Dinge, die ich sehr blöd fand. Es handelt sich um For That Moment 1 bis 3. Und ja, wir schauen uns jetzt mal an, worum es geht. Alle sind signiert, leider auf meinen Namen. Ich hätte es besser wissen müssen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wie gesagt, ich werde sie jetzt verlosen, weil ich sie nicht behalten möchte. Und es geht auf jeden Fall in der Reihe grundsätzlich darum, die 20-jährige Emilia Glass war stolz, oberflächlich und hochmütig, bevor das Schicksal ihre perfekte kleine Welt zum Einsturz brachte. Als eine frühere und vor allem unwissende Freundin in ihre Nähe zieht, erkennt sie die Chance, noch einmal so zu leben wie zuvor. Der einzige Haken, sie muss ihrer Freundin Hayley die Wahrheit verschweigen. Eine Lüge, die sie für ein Stück Normalität nur allzu gern in Kauf nimmt, die sich jedoch zu einem riesengroßen Netz aus Lügen entwickelt, als sie den gut aussehenden, arroganten und geradezu unverschämten Vincent trifft. Obwohl er ihr von Anfang an deutlich macht, dass er nichts als Verachtung für sie übrig hat, knistert es zwischen den beiden gewaltig und er beginnt, Gefühle in ihr zu wecken, die sie eigentlich niemals hätte zulassen dürfen. Ich kann dir schon mal so viel sagen, mein Hauptproblem waren Logikfehler und zwar super viele, also wirklich extrem viele, die mich sehr gestört haben und Kausalitätsfehler. Und was ich hasse, wirklich, da kann kein Buch das irgendwie noch großartig rausreißen, ist, wenn ich mir bei bestimmten Sachen, und das leider auch häufig und gehäuft generell, die Frage stellen muss, warum wurde das eingebaut, wofür, welchen Zweck erfüllt ist und was steckt dahinter? Wenn ich mir diese Fragen stellen muss, dann hat das Buch schon eigentlich keine Chance mehr, mich zu überzeugen, was natürlich sehr schade ist. Und weil ich die Bücher gekauft habe, und da kommen wir jetzt noch zum letzten Goodie, habe ich so eine Tüte bekommen. Die werde ich natürlich dann mit verlosen. Und in dieser Tüte sind auf jeden Fall einige coole Sachen noch drin. Und ich habe hier auch noch andere Sachen, die mir gerade auffällt. Wie bin ich da überhaupt zugekommen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier drin solche Poster von den Büchern. Dann haben wir eine Kerze, Vincent King, kann ich absolut nicht empfehlen. Also Vincent King, die Kerze riecht gut und die ist auch schön, aber Vincent King war für mich absolut grenzwertig. Und dann haben wir, ach so genau, stimmt, deswegen habe ich die Karten. Ha, aber wir fangen erstmal noch mit der Goodiebag an. Und dann haben wir hier drin noch diese großen Karten, die ich als Fächer benutzt habe, weil es war schon sehr warm. Dann haben wir die Charakterkarten, die hier drin sind. Und dann haben wir noch Lesezeichen. Einen Moment, ich habe hier ein bisschen viel. Was ist das? Ah, dann haben wir noch einen Block. Oh, ein Block. So einmal. Und Lesezeichen zu den Büchern. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, werde ich dann alles weitergeben. Und dann haben wir hier nochmal Charakterkarten aus einem anderen Band. Ja, und dann habe ich noch, das kann ich dir auch noch kurz abschließend zeigen, habe ich noch
von, ich weiß nicht, ob du die Autorin kennst, aber ich hoffe, ich darf dir das jetzt überhaupt zeigen, weil ich glaube, eine Karte kommt erst später. Ah nee, das war was anderes. Okay, also haben wir einmal von Jenna Banks, denn die Autoren haben wir auch getroffen, haben wir von ihren Büchern einmal die Charakterkarten, da ich sie noch nicht hatte, weil ich ihre Bücher nicht habe. Aber Ewig und Wir und Die Goldene stehen auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Und ich bin sehr gespannt, wann ich dazu komme und die Karten sind extrem schön. Kann ich nicht anders sagen. Und dann habe ich noch eine andere Autorin getroffen, die noch unbekannter ist, soweit ich weiß, bei der ich sehr gespannt bin, wie es sein wird, weil, also wie das Buch sein wird, weil der Klappentext sehr wild klingt. Ich zeige dir einmal ihre Flyer, die sie hat. Das Buch ist eben auch weiß und damit so ein bisschen Akzenten und so. Immer, immer wieder. Und ich werde dir jetzt kurz mal den Klappentext vortragen. Ich finde, er klingt sehr speziell, aber irgendwie auch sehr ehrlich und ganz cool. Denn es geht darum, er kommt obwohl, kann ich das überhaupt laut vorlesen? Ich mach's einfach und ich hoffe, das Video wird nicht irgendwie gestrikt oder so. Er kommt tatsächlich nach 5 Minuten in meinem Mund, bitter wie Graffiti, faul und krank. Wie er ist und ich hasse ihn, weil er will, dass ich mich wasche, obwohl er dermaßen zum Kotzen schmeckt. Dann warte ich, bis er einschläft. Ich hasse ihn sogar, wenn er schläft, friedlich und erfüllt, seine offenen Lippen, wie er atmet, seine Zähne aufeinander reibt, die quietschend erinnern, wie viel Stress er hat. Dass er nicht übertreibt, dass er krank ist und mehr Nachsicht braucht, obwohl ich mich frage, wie lange ich das noch schaffen soll. Der Wohnungsmarkt ist die Hölle auf Erden, der Junkie hat keine Freunde und wer weiß, wo ich abbleibe. Wenn ich meine Sachen packe und gehe, wo bleibe ich dann? Wem müsste ich auf den Sack gehen? Wer sieht mich an, zeigt mit dem Finger auf mich und ruft, haha, Maxim, schon wieder? Schaffst du es nicht, was durchzuziehen? Und ich meine nicht deinen Studentenkoks, haha. Und wer hasst, der fühlt, wer fühlt, der liebt. Es ist anders als mit Bruno, aber ich liebe ihn. Ich bin seine Freundin. Ich finde, der Klappentext klingt sehr wild und ungewohnt, aber es könnte eine richtig coole Geschichte dahinter stecken. Und ich glaube, da werden sehr ernste und sehr realitätsnahe Themen auf jeden Fall angesprochen. Also, das kannst du dir auch näher anschauen, wenn dich der Klappentext jetzt angesprochen hat. Ich weiß nicht, kann man das abscannen? Falls das funktioniert, übers Video kannst du es abscannen. Dann bist du direkt auf der Seite. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Und das waren alle Sachen, die ich von der Messe mitgenommen habe. Dementsprechend nochmal mein abschließendes Fazit. Es war an sich eine wirklich coole Erfahrung. Es war cool, die Leute zu sehen. Ich hätte gerne noch mehr Leute getroffen, aber da war halt von mir auch meine Vorgehensweise absolute Katastrophe. Also dementsprechend selber schuld, aber ich kann ja nur dazu lernen, weil vor allen Dingen auch ein paar YouTube-Leute hätte ich sehr gerne getroffen, aber es hat sich leider nicht ergeben, weil ich, wie gesagt, nichts ausgemacht habe, mich nicht drum gekümmert habe. Ja, so viel dazu. Beim nächsten Mal würde ich ein paar Sachen anders machen. Und wie gesagt, ich würde, glaube ich, wirklich die Buchmesse so ein bisschen strukturierter angehen. Insofern, als dass ich halt wirklich sage, man klappert das ab, was man abklappern möchte. Und danach genießt man eher so dieses Miteinander, Leute sehen, sich austauschen. Weil das hat wirklich am meisten Spaß gemacht. Und insgesamt war es dementsprechend wirklich cool. Aber mit Optimierungspotenzial. Wie gesagt, schreib mir mal, ob du schon mal auf einer Buchmesse warst und wie es dir gefallen hat. Und wenn dich eines der Bücher interessiert, dann ebenfalls. Und falls du Fragen hast, schreib sie ebenfalls in die Kommentare. Es kann ja sein, dass ich irgendwelche Aspekte außer Acht gelassen habe. Und ja, ich hoffe, du hattest Spaß bei dem Video. Ich hoffe, dass du, wenn du es noch nicht gemacht hast, ein Abo dalässt. Und immer gerne, wie gesagt, ein Like. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du nicht meine Neuzugänge April, meine Quartalszusammenfassung und mein Lesemonat, unter anderem natürlich noch weitere Videos. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.